German with Anja! Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über 10 ganz wichtige Wörter für jeden Anfänger. Yeah? Today we will talk about 10 very important words for each beginner. Ganz wichtig, very important. Und wir fangen sofort an. We start immediately. Nummer 1. Willkommen. Willkommen. Willkommen in Deutschland. Welcome to Germany. Oder herzlich willkommen. Very welcome. Das Herz ist the heart. So, heartfelt, a heartfelt welcome. Herzlich willkommen. Nummer 2. Gesundheit. Gesundheit. So, this literally means health. So, but you say this after I sneeze, ja? Wenn ich niese, sagst du Gesundheit. You say Gesundheit. So, you're wishing the other person health. Let's practice. Gesundheit. Sehr gut. Nummer 3. Brust. Brust. This means cheers. Brust. Or sometimes we also say auf uns, to us. Auf uns. There's also a very famous German song which is called Auf uns. Here you see a little preview. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit. Auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns. Auf dieses Leben. Auf den Moment, der immer bleibt. So, to say cheers in German, you have 3 ways. Brust, or auf uns, or zum Wohl. Zum Wohl. Brust. Nummer 4. Guten Appetit. Guten Appetit. Very important. Enjoy your meal. No? Guten Appetit. And another word to say the same thing is Mahlzeit. Mahlzeit. This also means enjoy your meal. Nummer 5. Ganz wichtig, very important. Entschuldigung oder entschuldigen Sie, excuse me, entschuldigen Sie, wie spät ist es? Excuse me, what time is it? Entschuldigen Sie. Nummer 6. Wo ist? Wo ist? Also, du kannst zum Beispiel sagen, you can say for example, entschuldigen Sie bitte, wo ist der Bahnhof? Where is the train station? Oder entschuldigen Sie bitte, wo ist die Toilette? Where is the toilet? Speaking of toilets, you have to know these 2 words, Damen und Herren. Sometimes in Germany we don't have signs for the toilets, so you need to know what that means. Damen is ladies or madams, yeah? Und Herren is gentlemen. Die Dame und der Herr. So hopefully you will remember this so you don't walk into the wrong toilet in Germany. Nummer 8. Ich bin. I am. So you can use this for many things, no? Zum Beispiel, ich bin müde. Oh, ich bin müde. Oder ich bin krank. Ah, tschi. Ich bin krank. Oder ich bin zu Hause. I am at home. Ich bin zu Hause. Nummer 9. Auch ganz wichtig. Also very important. Viel. This means much. And we use it for many things. For example, viel Spaß. This means have fun. Lots of fun. Viel Spaß. Oder viel Glück. Good luck. Viel Glück. Oder viel Erfolg. Lots of success to you, yeah? Have success. Viel Erfolg. Und Nummer 10, das letzte. Also very important. Bis. This literally means until. And we use it all the time when we want to say goodbye to somebody. For example, bis morgen. Tschüss. Bis morgen. See you tomorrow. Morgen means tomorrow. So literally this means until tomorrow. Bis morgen. Oder bis später. See you later. Bis später. Oder bis bald. Bis bald. See you soon. Oder bis nächste Woche. See you next week. Bis nächste Woche. Oder bis zum nächsten Mal. See you the next time. Bis zum nächsten Mal. You see? Always bis. So if you want to say
see you sometime, you always start with bis. Bis morgen, bis später, bis bald. So, das waren 10 wichtige Wörter für Anfänger. These were 10 important words for beginners. And now, watch out. Bis später.